Akkorde melodisch verbinden. Gute Stimmführung, was bedeutet das? Hallo und herzlich willkommen, ich bin Franz Titscher von Spielen Klavier lernen. Im letzten Video haben wir ein interessantes Experiment gemacht. Ich habe dir eine Akkordfolge in zwei unterschiedlichen Fassungen vorgespielt und habe dich gebeten, zu entscheiden, welche dir besser gefällt. Erstmal ganz herzlichen Dank für die große Resonanz. Es gab über 50 Kommentare. Und dann haben wir noch eine Umfrage gemacht und da haben auch über 100 Teilnehmer abgestimmt. Ganz toll und es war wirklich sehr, sehr interessant. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann kannst du das noch anschauen. Hier oben gibt es einen Link und auch hier unten in dem Beschreibungstext. Bevor ich die Ergebnisse erläutere, möchte ich dir trotzdem diese beiden Akkordfolgen nochmal vorspielen. Akkordfolge 1. Akkordfolge 2 Also, was denkst du, welche Akkordfolge hat gewonnen? Der eindeutige Sieger ist die Nummer 2. In der Abstimmung haben über 70% für Akkordfolge 2 gestimmt. Und die gefällt mir auch viel besser. Jetzt stellt sich die Frage, ist es einfach Geschmackssache? Oder gibt es objektive Gründe, warum tatsächlich die Akkordfolge 2 besser ist? Worin unterscheiden sich diese beiden Akkordfolgen? Zunächst mal, es sind tatsächlich die gleichen Akkorde. In der ersten Fassung C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. In der zweiten Fassung C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Der wesentliche Unterschied besteht darin, in der ersten Fassung habe ich die Dreiklangsgrundstellungen in der rechten Hand einfach parallel verschoben. Störe dich jetzt bitte nicht an meiner eigenartigen Handstellung, dass ich die Finger so zurückziehe. Das mache ich einfach, damit du besser siehst, was ich da spiele. In der zweiten Fassung habe ich die Akkordtöne so verteilt, dass die Akkorde möglichst eng zusammenliegen. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Also ich habe nicht mehr diese Sprünge, sondern ich habe ganz enge Verbindungen. Schauen wir uns diesen ersten Akkordwechsel mal an. Von C-Dur nach A-Moll verschiebe ich nur noch das G zum A. Also das A von unten nehme ich eine Oktave höher, dann steht es in der Oberstimme. C-Dur, A-Moll. Das nennt man Oktavlage, also der Oktavton ist jetzt an oberster Stelle. Du darfst es nicht verwechseln mit der Umkehrung. Natürlich könnte man sagen, wenn ich nur die rechte Hand betrachte, das ist jetzt die erste Umkehrung. Würde man in dem Fall aber nicht sagen, weil der Basston der Grundton ist. Hier ist C-Dur der Grundton, hier ist das A der Grundton. Deshalb ist es keine erste Umkehrung, streng genommen, weil ich den mit dazu zählen muss sozusagen. Und immer wenn der Basston unten ist, ist es natürlich eine Grundstellung. Nur damit da Klarheit herrscht und keine Verwirrung aufkommt. Dieses enge Verbinden der Akkorde hat mehrere Vorteile. Erstmal ist es leichter zu spielen, weil du brauchst nur einen Ton zu ändern, hier zum Beispiel. Also von C-Dur nach A-Moll ändere ich nur einen Ton. Und es klingt melodischer. Und es entsteht ein Zusammenhalt zwischen diesen beiden Akkorden, weil du hast ja Verbindungstöne, die identisch sind. Ja? Im C-Dur-Dreiklang kommt das C und das E vor und es kommt im A-Moll-Dreiklang auch vor. Und wenn es hier an der gleichen Stelle liegt, gibt es eine schöne Verbindung. Ja? Das ist wie, diese Akkorde sind verzahnt miteinander. Ja? Das klingt dann tatsächlich so ein bisschen wie im Chor, hat jemand schön als Kommentar geschrieben, ihm gefällt die zweite Akkordfolge besser, weil es nach Chor klingt. Und das ist auch richtig, weil das ist eine schöne Stimmführung. Die Stimmen sind schön geführt.
Was bedeutet Stimmführung? Stimmführung kommt aus dem Chorsatz. Ein Chorsatz hat meistens vier Stimmen. Also das hier jetzt zum Beispiel den Bass, den Tenor, den Alt und den Sopran. Der vierstimmige Satz, der hat sich so entwickelt als der Idealsatz. Also auch im Orchester hast du zum Beispiel die erste Geige, die zweite Geige, die Bratsche und das Cello und den Kontrabass, die spielen meistens das Gleiche. Oder im Bläsersatz hast du auch vier Stimmen, also der vierstimmige Satz hat sich als ideal irgendwie herausgestellt. So, und diese einzelnen Stimmen, also der Sopran, der Alt, der Tenor und der Bass, die wollen so melodisch wie möglich singen oder spielen. Ja, und wenn du jetzt hier den Sopran einen Ton nach oben führst und die anderen beiden liegen lässt, ja, ist es natürlich sehr angenehm zu singen und es ist auch für einen Chor, ist es leicht, die Intonation dann zu halten. Es ist viel schwerer, wenn man hin und her springen würde. In der modernen Musik gibt es schon Situationen, wo man so wild rumspringen muss. Ist für einen Chor wahnsinnig schwer zu singen. Also du siehst schon, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb muss ich auch ganz klar sagen, die zweite Variante, also da mit der Akkordverbindung, die ist einfach die bessere. Jetzt kommt natürlich der Einwand, in der Popmusik wird aber doch munter verschoben. Das ist richtig. In der Popmusik ist die Stimmführung nicht so streng wie in der Klassik. In der Klassik gibt es zum Beispiel die Regel, dass man die Quinten nicht parallel verschiebt. Das klingt auch sehr, ist auch Hörgewohnheit. Die alten Mönche haben es zum Beispiel noch gemacht, die haben Quinten verschoben. Später hat man das dann als nicht mehr so schön empfunden. Also es ist schon auch Hörgewohnheit und Geschmackssache ein bisschen. Aber wenn du so Akkorde verschiebst, hast du immer diese Quinten parallel. Ne? Du hast dann keine echte Mehrstimmigkeit mehr, sondern das hört sich so an wie so eine einstimmige Melodie, die hat so ein bisschen eine Klangfarbe drunter hat. Also die Mehrstimmigkeit geht ein bisschen verloren. Ne? Jetzt in der Popmusik ist es so, dass du manchmal Situationen hast, wo du tatsächlich verschieben musst. Zum Beispiel bei Morning Has Broken. Da ist nämlich der Melodieton und der Basston der gleiche. Und jetzt musst du den natürlich verschieben. Das heißt, da bleibt dir nicht viel übrig. Musst du jetzt einfach den Akkord verschieben. Ja? Aber dann geht es gleich in Gegenbewegung weiter. Also ich setze so die Regel für mich an, die Faustregel in der Popmusik. Einmal verschieben ist okay, aber ich würde auch niemals mehrere Akkorde einfach parallel hintereinander verschieben. Würde ich nicht machen. Ein anderes Beispiel ist Let It Be. Hier habe ich die Akkordfolge einfach in einer anderen Reihenfolge. Das fängt mit C-Dur an, G-Dur und dann wird nach A-Moll verschoben und dann kommt F-Dur. Und da siehst du schon von G-Dur nach A-Moll, wenn du das nicht verschieben willst, dann müsstest du jetzt runtergehen und dann kommst du immer weiter runter und das würde dann auch wieder nicht so gut klingen, weil dann die Akkorde brummeln. Also du musst manchmal schon Kompromisse machen. Aber man kann dieses Verschieben meistens durch Lagenwechsel irgendwie ausgleichen. Und wie gesagt, in der Popmusik eine Verschiebung ist völlig okay. Aber eben nicht die ganze Zeit. Deshalb hat die zweite Fassung zu Recht gewonnen. Es haben ja in der Abstimmung über 70% für Nummer 2 gestimmt. Und ich glaube, da kann man eben dann doch nicht mehr von reiner Geschmackssache sagen. Es gibt also doch objektive Gründe, warum Nummer 2 besser ist. Die versprochenen Übetipps zum Thema Akkordverbindungen, die kommen, die mache ich dir im nächsten Video. Das wäre einfach jetzt zu lang geworden. Deshalb möchte ich für heute jetzt schließen. Und falls du noch Fragen zu dem Thema hast und falls du auch diskutieren willst oder anderer Meinung bist, hier unten kannst du kommentieren. Und vergiss den Daumen nach oben nicht, der freut mich immer besonders. Bis zum nächsten Video, dein Franz Titscher aus München.